Was geht ab, Mann, Freunde, zu einer weiteren Folge Minecraft Norwoods. Ja, ich bin mal gespannt, wie weit unsere Turtle ist. Ich habe jetzt einen ganzen, wie lange war ich nicht online? Bei 24 Stunden, plus minus, ungefähr. Voll weit gekommen. Krass, ey. View Level ist 15. Schon krass weit auf jeden Fall. Muss man aufpassen, dass das nicht bis zum Bedrock geht, weil das so krass weit ist. Manometer. Warum? Ich habe aber schon eine Vermutung, warum das nicht so geklappt hat, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Das ist schade. Hallo Basti. Ich habe mir das schon bisschen gedacht, warum das nicht so funktionieren kann, wie ich es gerne hätte. Und zwar, das ist glaube ich... Wow, Alter. Klar, gerne. Und zwar, hier, guck mal. Jo, mit dem Zombie-Kopf. Kannst den auch ruhig behalten. Haha. Haha. Da Kungas Head. Kann man die nicht stacken, du. So. Und zwar, wo glaube ich ein Problem bei der ganzen Sache ist. Danke, schreibt er. Sehr, sehr gerne. Und zwar, Problem ist glaube ich, dass der Chunk Loader zu tief ist. Wisst ihr, Schmeine? Ich glaube, der kommt gar nicht bis nach ganz oben. Das müssen wir natürlich schleunigst ändern. Das müssen wir natürlich schleunigst ändern. Ich habe jetzt auch mal noch mal ein bisschen weiter ein Programm geschrieben für den automatischen Baumfarmer mit der Turtle. Das ist eigentlich ganz gut aktuell. Nur noch nicht ready für Publicity. Ah, ich muss noch ein bisschen machen, wisst ihr. So, passt auf, wir machen einfach hier. So. Da platzieren wir die blöde Turtle und wir dürfen 5x5 machen. Habe ich wohl so mitbekommen, dass das legit ist. So, wo fangen wir denn an abzubauen? Was hatten wir gesagt? 25, nee, 30, 25 oder sowas, ne? Irgendwie. Guck, kann man hier einen machen? Ah, fuck. Ich hab Sprit vergessen. Wisst ihr, was aber chillig ist, Leute? Ich bin ja so glücklich. Das, Komma, ich habe ja vergessen was, ne? Korrekt. Guck mal, Energie läuft gut. Unser ME-System läuft langsam aber sicher. Energie wird produced. Sehr, sehr gut. Das freut mich. Das freut mich sehr. Habe ich Generatoren so abgebaut? Muss ich, Handy muss ich ausmachen. Warum habe ich das abgebaut? Ich könnte das doch auf jeden Fall gebrauchen für, wieso habe ich das gemacht? Guck mal hier, Bamsen! Und der kooperiert bestimmt damit. Also damit kann man das bestimmt machen, betreiben mit der Energie. Weil das ist ja eigentlich Electronic Unit. Komm. Und wir bekommen ja bei RF raus. Scheint aber zu funktionieren. Scheint zu funktionieren. Ich glaube aber, ich weiß nicht so genau, ob das ausreicht, um das komplett zu versorgen. Weiß ich nicht. Ob wir Plus oder Minus machen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Der hat auf jeden Fall voll. Ja doch, ich glaube, wir machen mit 2 Stück Plus. Nice, auf jeden Fall. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Guck mal hier, 46. Ich nehme die mal mit. Aktuell Holzkohle brauchen wir nämlich nicht mehr. Unser Generator läuft gut. Der läuft sehr gut. Guck mal, jetzt hat Basti, den können wir auch bestimmt mal demnächst nach dem ein oder anderen Item fragen.
Da hat er bestimmt nichts geben gegen. Ich kann ihn doch nämlich gleich noch was fragen, wie man dieses... diesen Growther verwendet, diesen Advanced Dingen, somit wir dieses Seed schneller auf 100% machen können. Hast du ein ME-System? Fragen wir den erstmal. Mit mehr als 1K-Chips? Kannst du mir trotzdem sagen, wie ich diese komischen Seeds auf 100% kriege mit diesem Growther oder wie der heißt? Growther. So. Wo ist unsere Turtle? Turtle, Turtle! Da ist sie. Da sitzt sie ganz beschämt. Crowry. 30, 25, machen wir 50. Ja, wo muss ich den connecten? Okay, der Basti hat da scheinbar Ahnung, das dachte ich mir schon. Das ist sehr, sehr coolsten von dem. So, warum despawnet hier nichts? Tu mal hier mal kurz der Turtle helfen. Wisst ihr, und ich weiß, ins Wasser und dann an deine Energiequelle mit ME-Cable. Okay. Egal welche. Welche Energiequelle. Ins Wasser und dann eine Energiequelle mit. Am besten an die Energiezelle von deinem ME-System. Okay, so habe ich es bei Zinus abgeschaut. Alles klar, danke dir. Weil ihr wisst ja, wir brauchen ja dieses Pure Fluix Quartz Crystal, heißt es, glaube ich. Das brauchen wir ja, um diese 4K-Chips und Co. zu machen. Womit wir natürlich noch mehr Speicher besitzen können. Das ist natürlich sehr von Vorteil, wenn wir das haben werden. Despawne. Espagne. Nein, das war nicht gut. So, wir haben überlebt, glücklicherweise. So, schauen wir mal. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wie das der Basti meint. Musik. Danke. Bye. Boah, hier hätten wir Turtle eigentlich mal auch arbeiten lassen können, ne? Hier sind schon viele Holzstücke, das muss man sagen. Also mehr als zwei auf jeden Fall, wie man sieht. So, despawne. Ich hoffe, wir despawne nicht. Ah, 8 Minuten nehmen wir noch auf, chillig. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen rumexperimentiererei, Starterei machen. Despawne. So. Ja, da höre ich gerade unsere Turtle nebenbei am Arbeiten. Fleißig wie sie ist. Ich glaube aber, dass die Ebene, wo die Turtle schon arbeitet, müsste so sein. Auge juckt, aber ich kann gerade nicht. Ich muss arbeiten, Turtle. Ich muss aufpassen, hier despawnet gleich alles und dann bin ich tot. Da höre ich wieder die Turtle ein bisschen arbeiten. So. Despawnet doch, bestimmt wegen dem hier, ne? Hier ist auf jeden Fall. Hier geht's auf jeden Fall schon ab. Und die Turtle ist fleißig am Arbeiten. Gut, das reicht doch erstmal. Wir können hier unten das nochmal mitnehmen. Das hier. Dann müssen wir gucken, wie weit unsere Turtle kommt.
wie weit unsere Dirl kommt und die dann hier noch schön für uns arbeitet. Und wie viel sie übrig lässt vor allem. Das würde mich auch mal gerne interessieren. Bamsen! So, Energie wird hier schön geliefert, wie man sieht. Boah, Alter. Muss hier aufpassen, dass sich hier nichts selbst einpflanzt. Was sagt Speicher eigentlich? Ja, ein paar Bytes haben wir noch. Oh, ein bisschen Laggerei. Guck mal, hier sind nochmal zwei Rubber-Bäume gewachsen. Ja, guck mal, bis jetzt nur Rubber-Saplings gekommen, kein Mega-Rubber-Sapling. Zum Glück, also ich weiß nicht, ob die auch kommen können. Weiß ich nicht, ich hoffe mal, nein. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Und die spawnen einfach nie wieder bei uns. Dieser Baum, Fluch des Projektes, meine Freunde, Fluch des Projektes bei mir. So, aber guck mal, Inventar, beste Leben. Juckt einfach keinen. Ach, wir haben auch noch relativ gut Speicherplatz. Das ist sehr nice. Holen wir uns mal das hier raus. ME-Cable haben wir keine mehr. Kann nicht sein, oder? Ich wollte schon sagen. Das wäre komisch. So, dann bauen wir das mal, denke ich. Also ich hätte jetzt gedacht, dass sie das... Okay, von oben oder von unten scheinbar, ne? Von oben oder von unten? TRX, Basti. So. Device ist scheinbar online. TRX... ich glaube, ich habe mir einen Eimer stibitzt vom lieben Zinus. Oder ich habe einen eigenen, weiß ich gerade gar nicht. Doch, ich habe eigene, aber ich habe auch einen geklaut von dem. So, pass auf, jetzt haben wir da das Wasser drin, ne? So, und für so einen Speicherchip von Applied Science gehen wir mal jetzt von einem 4K aus. Ich will ja gerade nur gucken, genau, dieses Pure Certus... Drop a Certus Quartz Seed. Made from Certus Quartz Dust and Sand into Puddle of Water. Okay. Wir brauchen erstmal Quarz. Nochmal. Certus Quartz Seed. Scheint schon so zu sein, als hätten wir eins. Drop a Certus Quartz Seed made from Certus Quartz Dust and Sand into a puddle of water to make the process faster. Schauen wir mal, ne? Muss die Wasserquelle über diesem Growther sein? Ich tue da mal testweise auch noch ein Stück Sand rein, wenn ich habe. Habe ich natürlich nicht daneben. Auf selber Höhe. Aber halt 3%. Nice, wie geil das ist, wie geil das ist, wie geil das ist. Geil! Es funktioniert, Leute. Ich bin glücklich. So macht Modpack Spaß. Man muss sich nur damit beschäftigen, meine Freunde. Man muss sich nur mal kurz die Zeit nehmen und sich damit beschäftigen. Dann macht das auch Spaß. Was legt der Skelett denn für einen Falten am Tag? Der ist nur neidisch, dass sie hier nicht reinkommt. Ich tue da mal Dingens rein. Sand. Alter! Was hat er mir gegeben? Danke! Am Raspberry Juice! So, ein bisschen Sand noch da rein.
Hood, follow. Auf Twitter? Jetpack ist auch so eine Sache, die wir uns machen können. Korrekt. Oh, jetzt habe ich den geboxt. Korrekt, Alter. Letztes Rüstungsteil bekommen. Nice, Mann. Ah, hier wohnt der. Ah, nice. Ah, das ist ein schönes ME-System. Hier meine meine Diamantmaschine. Als ob das Dias macht. Wie nice. Ah, aus Kohle, ne? Ja, stimmt. Stimmt, da war ja was. Wie viel Kohle für ein Dia? Jetzt so 64. Krass, nice auf jeden Fall. Macerator, ein Stick. Kann man. Bisschen teuer. Macerator macht das zu Coal Dust. Was ist das? Crafter, okay, ein Autocrafter-Shit ist das. Der macht hieraus, macht er dann irgendwas anderes, was der compressed. Das hier wahrscheinlich. Das kombiniert so mit Obsidian. Kompressiert wieder ein Dia. Ja, wenn der weiter daran arbeitet, ne? Ich lege auf jeden Fall danach ein Kabel zu mir nach Hause, ha. Was paar Dias umlenkt. Kann man ja drüber handeln. Turtle! Turtle, was geht ab da oben? Guck mal, ich gehe einfach hin, baller einfach rein. Oh, das ist so schön, ein ME-System zu haben, ne? Wir müssen aber auf jeden Fall mehr Dingens machen. Pass auf, wir haben noch ein paar Minütchen, haben wir noch. Lass ich mich natürlich nicht lumpen. Und guck mir mal meine Turtle an. Was die denn für einen Falten am Tag legt. So, und dann können wir nämlich damit gucken, wie weit unser Baum ist. Danach hole ich mir unten die Seeds ab. Und irgendwann machen wir uns dann ein 4K-Fernseher. Mein Spaß, 4K. Was geht ab? Was kostet denn eigentlich 1K, 4K, 16K. Da musst du die 1K-Dinger machen, okay. Verständlich. Verständlich. Okay, Turtle. Guck mal, wenn man bedenkt, der ist schon bei der zweiten Schicht am Abtragen. Das ist gut. Da bin ich echt mal gespannt, wie weit der gleich kommt, der kleine Farker. Das sagt die Zeit. Kann man langsam mal das Dingens einsammeln. Guck mal, wie viel Prozent. 45, 41. Okay, bye. Das ist mega gut. Wir kommen mit den Dingern gut voran. Drop it, search cost, seed, matrim, search cost, das and send you pile of what it makes. Ich hoffe, dass daraus überhaupt das wird, was ich mir gerade erhoffe. Also, dass das bei 100% so ein Ding wird, das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Ich habe es einfach mal reingeschmissen. Aber es ist ja schon mal gut, dass das mit dem Growth so funktioniert. Bestimmt, wenn wir uns daneben noch einstellen würden, wird es noch mal schneller gehen. Alles müssen wir ausprobieren, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen.
Ich bin mal gespannt, ob die Turtle diesmal durchzieht. Wenn nicht, auch egal. Ansonsten, alright, bis nächstes Mal. Tschüss.